Freitagvormittag wurde an Bord der MS Alpenstadt Bludenz im Brienzer Hafen eine Pressekonferenz der Vorarlberg Lions zur Saison 2011 abgehalten. Voll Live war vor Ort und unterhielt sich mit Geschäftsführer Alexandro Rupp über Strategien und Neuigkeiten in der kommenden Saison. Also wir beginnen morgen mit dem Tag der Schifffahrt am 16. April. An diesem Tag werden die gesamten Schiffe der Vorarlberg Lions präsentiert und wir haben auch Attraktionen für die Kinder bereit. An neuen Fahrten bieten wir heuer die Festspielfahrten an, vom Anlegesteg in Lochau, vom Kaiserstrand und weiters die Pasta-Fahrten jeden Dienstag. Ja, wir verfolgen heuer die Verstärkung der Kooperationen und hier vor allem auch mit dem Vorarlberger Verkehrsverbund. Zudem verfolgen wir von der Strategie her einfach den Vertrieb wesentlich zu verstärken und auch die laufende Qualitätsverbesserungen bei der Schifffahrt und auch bei der Gastronomie. Wir rechnen mit ca. 650.000 Passagieren im kommenden Jahr gegenüber 2010 von 560.000.